Ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dying Light 2, meine lieben Leute. Wir sind hier letztens stehen geblieben, unser Informant wurde getötet von Walter, oder Walt. Wir sind jetzt auf der Flucht hier. Und müssen hier irgendwie entkommen, Leute. Also die Folge geht direkt spannend los hier. Oh Gott! What? Oh shit! Oh mein Gott, was ist hier los, ey? Freut mich, dass ihr wieder am Start seid, Leute. Aber wir müssen ja erstmal fliehen, wir müssen ja erstmal rauskommen aus diesen Tunneln. Der Walt ist uns dicht auf den Fersen mit seinen komischen Jungs und seinen komischen Rüpeln. Ich hoffe, die folgen uns irgendwie nicht. Ist alles vergiftet hier drin, oder? Glaube ich nicht so gesund, hier drin zu schwimmen. Erreichen Sie Villador. Okay, schnell weg hier. Ganz schnell weg. Verdammt, das tut weh. Bin ich verletzt? Wir sind verletzt, glaube ich. Ey, das sieht irgendwie so ein bisschen nach Herr der Ringe aus hier drin, ne? Gefühlt. Wo sind wir hier, Mann? Die Minen von Moria in klein. Aber ich feiere es. Ja, also der Informant ist tot. Der hat ihn ganz makaber aufgeschlitzt und dann irgendwie seine Gedärme rausgekramt. Ne? Habt ihr das gesehen in letzter Folge? Oh Gott! Was ist das? Ganz ruhig, Aiden. Wir schaffen das, okay? Du brauchst irgendwas, glaube ich. Du wurdest halt gebissen. Jetzt haben wir irgendwie so eine... Hallo? Ah, geht doch. Errungenschaft freigeschaltet, Reise ins Unbekannte. Freie, erkundbare Welt. Oh ja, da freue ich mich schon drauf. Sind wir entkommen? Haben wir es geschafft, oder? Ich glaube, wir sind in der Stadt jetzt. Bin mir aber nicht ganz so sicher, weil... hinter uns war schon das reine Böse, glaube ich. Okay, ich höre schon mal Leben, Musik und Leute. Scheint ja gar nicht mal so verkehrt hier zu sein, oder? Naja, bis wir ohnmächtig werden. Dann ist es leider sehr verkehrt. Aber es geht noch. Obwohl, nee, ich glaube wir... Alter, wo sind wir denn hier? Wer zur Hölle ist das? Hi, Leute. Ein Wasser... Was geht denn jetzt? Was ist mit denen falsch? Beruhigt euch, ich lebe noch. Lass ihn verdammt nochmal in Ruhe! Okay, das war in letzter Sekunde, glaube ich. Hakon, er verwandelt sich gleich! Ach, das ist ein Problem. Ich dachte, aber er ist ein Außenseiter. Er muss sterben. Er gehört zu mir. Kapiert? Hab ich dir nicht gesagt, geh nirgendwo ohne mich hin? Hab ich nicht gesagt? Ach, wer zum Teufel bist du? Die reißen dich in Stücke. Shh, nicht jetzt. Okay, wer ist er? Jana, hol die Hände. Was zur Hölle ist das? Mach einfach schnell, klar. Bring sie hierher. Scheiße! Du Dreck! Du beschissener Drecksack! Boah, Alter, voll über den Latz gezogen, ne? Das ist der Schauspieler, der Parkour-Erfinder, ne? So, mal nebenbei. Als kleine Randinformation. Den kennt man doch aus Ghetto Gangs und so, ne? Dem Film. Falls es jemand gesehen hat. Geiler Film, nur zu empfehlen. Aber gut, weiter zurück im Spiel hier. Er bewegt sich. Also, wir haben eine Beule wahrscheinlich. Leg ihn um, Hakon. Leg ihn um, bevor ich's tue. Wow, 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 wow. Bleib ruhig. Atme durch. Scheint, er hat sich nicht verwandelt. Scheint? Hakon, ich will das hier nicht. Du bist zurückgekommen. Blinzle, wenn du verstehst. Oh, fuck, mein Kopf. Oh. Du hast dich fast verwandelt, aber UV-Licht und Hemmstoffe holten dich zurück. Und der Baseballschläger natürlich.
Du bist am Leben. So soll es auch bleiben. Der Kerl bringt uns fast um und du plauderst mit ihm? Mädels, entspannt euch. Sie haben Angst. Hättest fast ihre Werkstatt geschrottet. Wir müssen hier weg. Kannst du laufen? Aber ich verstehe nicht. Wo gehen wir hin? An einen sicheren Ort. Ich muss zum Fischauge. Das Fischauge? Ohne Biomarker kommst du noch nicht mal in die Nähe. Was zum Teufel ist das? Biomarker überwachen den Verlauf der Infektion im Dunkeln. Deine Eintrittskarte in die Stadt. Ohne ihn ist jeder Schritt ins Dunkle reines Glücksspiel. Kannst dich jederzeit verwandeln. Du brauchst einen Biomarker und ich weiß, wo wir einen herkriegen. Komm. Entspann dich. Alles unter Kontrolle. Alles wird gut, hey. Du bist schwach. Warte einen Moment. Trink. Ernsthaft? Sonst noch was? Sollen wir ihm ein Bad einlassen? Hört sich gut an, meine Damen. Vielleicht nächstes Mal. Schnauze, Hakon. Sie himmelt mich an. Warum hilfst du mir? Lernen wir uns doch kennen und finden es raus. Du zuerst. Wo hast du die alle her? Geht dich nichts an. Du bist auf der Hut. Gut, dann lebst du länger. Bist du ein echter Pilger? Oder gibst du das nur vor? Ich war ein Pilger. Eine Stunde bis zur Dämmerung. Ich mein's ernst, Hakon. Er bleibt nicht über Nacht. Hier. Deine Waffe und dein Funkgerät. Auch als Pilger kommst du nicht ohne aus. Los, gehen wir. Okay. Okay, folgen Sie Hakon. Wir sind hier ein bisschen gerettet worden, glaube ich. Und ich glaube, die haben gar keinen Bock auf uns, oder? Nette Bude. Gewöhn dich nicht dran. Wir brauchen nicht noch einen Mitbewohner. Vor allem keinen, der uns im Schlaf ausrauben könnte. Weißt du, nicht jeder Pilger ist ein Verbrecher. Mhm. Ihr habt hier eine wirklich schicke Werkstatt. Baut UV-Lampen zusammen, was? Ja. Du solltest nicht hier sein. Hakon setzt hier unsere Ärsche aufs Spiel. Hakon hat komplett... Tut mir leid. Hab dich wohl erschreckt, was? Der Schlag hat gut getan. Wir sind quitt. Jana. Aiden, was ist das hier? Unser Zuhause. Unsere Werkstatt. Sozusagen unsere ganze Welt. Du bist netter als sie. Hey, lass den Scheiß. Sarah vertraut niemandem außer mir. Außerdem kann ich besser kämpfen als sie. Also kann ich es mir erlauben, ein bisschen zugänglicher zu sein. Okay, okay, okay. Ja, nice to meet you erstmal. Wir gehen weiter zu wie heißt der? Hakon? Der ist ein bisschen sympathischer. Ach du Scheiße. Geile Atmosphäre. Übel. Wo ist das Fischauge? Die Kantine ist da. Im Stadtzentrum. Hinter der Giftmüllhalde. Na, ich muss dahin. Pech gehabt. Der einzige Weg führt durch den Tunnel. Sie beschützen ihn, als wäre es ein Portal nach Valhalla. Fast unmöglich, da durchzukommen. Oh. Ein Portal nach Valhalla, Leute. Okay, kannst du mir helfen, dorthin zu gelangen? Kannst du mir helfen? Offensichtlich kennst du dich in der Stadt aus. Ich habe hier schon gelebt, bevor die Welt den Bach runtergegangen ist. Ich könnte helfen. Aber du brauchst einen Biomarker. Ohne kommst du nicht weit. Woher kommst du? Von ziemlich weit her, oder? Ungefähr 2000 Kilometer. Oh, scheiße. Wie zum Henker hast du dich noch nicht infiziert? Na, ganz einfach. Hab mich nicht beißen lassen. Hier ist es anders. Hier ist jeder infiziert. Schon von Haran gehört. Velidor wurde auch isoliert. Sie haben Mauern gebaut, uns eingesperrt. Aber genau das hat uns gerettet. Und woher bekommt man einen Biomarker? Ah, die kriegst du nicht. Außer man kennt die richtigen Leute. Und das tue ich. Gehen wir. Ach übrigens, ich bin Hakon. Ich bin Aiden. Schön, dich zu treffen, Aiden. Willkommen im Paradies.
Wow, das ist das Paradies, ja? Aber der Tunnel nach Valhalla interessiert mich schon ein bisschen. Wait, das sind alles Beißer da unten? Ich dachte, die Stadt wäre safe. Okay, was müssen wir tun? Folgen Sie Hakon, okay. Das ist ja wohl nichts leichter als das. Jetzt lernen wir ein bisschen Parkour wahrscheinlich mit ihm. Scheint immer noch ein bisschen das Tutorial zu sein hier. Na, das kann ich auch schon. Das habe ich auch schon gelernt, mein Freund. Du hast es offensichtlich drauf. Ich war beim Militär. Spezialeinheit? Oh. 7 Jahre lang. Hat mir sogar gefallen. Außer wenn nicht. Wurde wegen Befehlsverweigerung rausgeworfen und die haben mein Konto gesperrt. Wurde schließlich Taxifahrer. Autsch, wie tief die Mächtigen doch gesunken sind. Halt's Maul, immerhin kenne ich mich in der Stadt aus. Komm schon. Oh, was ist denn jetzt los? Ich hab keine Ausdauer mehr. Du bist zu schwach. Ohne Hemmstoff hältst du nicht lange durch. Ich merke das schon. Hab ich nicht alles zerschlagen, als du mir das letztes Mal gegeben hast? Das war nur das erste Mal. Aber es wird besser, wenn du überlebst, versteht sich. Fuck! Ich schaff's nicht ohne ihn, okay. Heißt das, ich hätte draufgehen können? Wenn ich dir den nicht gegeben hätte, wärst du so oder so gestorben. Okay, so ein bisschen, gewöhnungsbedürftig sind die Parkour-Skills hier noch. Oh, wir müssen mit ihm reden. Ja, wie lässig er da hockt, ne? Also, warum hilfst du mir? Ich weiß, dass die Leute in der Regel Angst vor euch haben. Aber mir hat ein Pilger mal das Leben gerettet. Ich war mal ein Pilger. Jetzt bin ich infiziert. Reisen wird in Zukunft sehr viel anstrengender. Dann herzlich willkommen zu deinem Neubeginn, mein Freund. Sieh dich um. Das sind Schatzkisten. Meist ist da echt gutes Zeug drin. Schau's dir an. Ich warte. Schatzkisten? Wo? Halten Sie beim Durchqueren von Velador nach Dachhainen Ausschau. Stellen mit dichtem Pflanzenwuchs erkennbar an großen gelben Bäumen, also die links, ne? Sie sind eine gute Quelle für Honig, Kamille und andere Ressourcen, die Sie zur Herstellung von Arznei und anderen Verbrauchsgegenständen verwenden können. Bei Bedarf besteht auch die Chance, dort ein paar vergessene Waffen zu finden. Das ist ja lit. Dann gib. An Orten wie diesen wird oft einiges versteckt. Dann gib. Vor Einbruch der Dunkelheit in einen Bunker zurückschafft. Ja, alles mir, komm, gib. Alles mir. Beansprucht. Bisschen Kamille. Sonst noch was? Hier drin irgendwie, ne? Ah, guck mal, eine Kiste. Eine Truhe. Was ist das? Kristalle. Die hat wohl jemand hier versteckt. Die entstanden nach dem Abwurf der Chemikalien. Manche glauben, sie verzögern eine Infektion. Dummer Aberglaube. Du sammelst sie also nicht ein? Doch, klar. Abergläubische zahlen sehr gut dafür. Und Geld nehme ich ja immer gerne. Es gibt eine besondere Kiste, auf die ich abgesehen habe. Komm mit, ich zeig's dir. Okay, let's go. Geile Mucke. Oh, was jetzt? Yo, Angeber. So ein Angeber, Mann. Ich kann das halt auch alles gar nicht. Jo, wie gut er ist. Jo, genau, oder? Was eigentlich, wenn ich runterfalle, dann bin ich ja tot? Oder hilft er mir wieder hoch? Los, komm schon. Ja, ich bin da. Stopp. Ihr habt hier also eine Armee? Die Peacekeeper. Die behandeln die Leute auch so. Okay, die Peacekeeper. Hüte dich vor denen. Die bewachen den Tunnel, durch den du willst. Okay. Erzähl mir mehr über sie. Erzähl mir mehr über sie. Sie betrachten sich selbst als rechtschaffene Beschützer. Sie sind gut im Töten von Infizierten. Das muss man ihnen lassen. Sehr effektive Killer. Ja, aber diese Rechtschaffenheit hat einen Preis. Vergiss das nie. Entweder du hältst dich an ihre Regeln oder du bist erledigt. Dieser Schutz für den Bazar fühlt sich mehr wie eine Besatzung an. Okay, interessant. Komm mir bekannt vor. Ich habe so ein paar harte Kerle getroffen, die von der neuen Ordnung gesprochen haben. Aber sah für mich genauso aus wie der alte Scheiß. Ja, hier ist es genauso.
und die PKs werden schlimmer. Okay, ich behalte sie im Auge. Ich werde vorsichtig sein. Gut, auch wenn das vielleicht nichts bringt. Die PKs sind ätzend. Bringen ziemliche Unruhe in den Bazar. Der Bazar ist ein Pulverfass. Ein kleiner Funke genügt und es geht hoch. Interessant, okay. Also, gehe ich denn lieber aus dem Weg? Gehen wir? Du wolltest mir etwas zeigen. Klar, mir nach. Aber darf man so in die Nähe der Typen da kommen oder sind die böse oder was? Hua! Bitte was? Da komme ich doch niemals hoch, oder? Oh Gott, ich habe keine Ausdauer mehr. Achtung. Ich hoffe, die kann man skillen. Weil sonst haben wir echt ein Problem dann langfristig. Oh Gott. Komm schon. Oh Gott, meine Ausdauer. Wir sind noch zu angeschlagen. Fast da. Hoffentlich erwartet uns keine Überraschung. Es wird dunkel. Sie werden bald aufwachen. Schnell, öffne die Kiste. Welche? Die hier? Oh, okay. Und im Gegenzug holen wir uns deinen Biomarker. Scheiße. Ja, leer, ne? Diebe. Warte. Nein, nein, lass nur. Wenn du an dem Schloss rumspielst, ist eh alles für den Arsch. Reicht das für einen Biomarker? Wo hast du das denn her? Ich kenne diese Stadt besser als die meisten, aber selbst ich habe seit Jahren keine funktionierende GRE-Ausrüstung mehr gesehen. Ich sage dir die Wahrheit, oder? Kann nicht viel dazu sagen, aber Dylan, ein ehemaliger GRE-Wissenschaftler, hat's mir gegeben. Ein Typ namens Waltz hat ihn getötet. Bevor er starb, hat er mir den Schlüssel gegeben, damit Waltz ihn nicht bekommt. Scheinbar enthält er viele wichtige Informationen. Ich hoffe, ich finde mir am Fischauge heraus. Hm, wir werden's ja sehen, stimmt's? Scheiße, wir haben zu lange gebraucht. Plan B, lauf um dein Leben. Oh mein Gott, really schon wieder? Oh nee, komm nicht jetzt. Aiden, bist du da? Mir geht's gut, glaube ich. Wir brauchen eine UV-Lampe. Der Bazar. Das können wir schaffen. Mir nach. Beeilung. Ach du Scheiße, ey Leute. UV-Licht ist nachts ein Symbol der Sicherheit. Es ist der einzige sichere Schutz vor den Infizierten. Achten Sie daher darauf, wenn Sie verfolgt werden. Halten Sie Q gedrückt, um Ihren Überlebenssinn zu verwenden und die nächstliegende Quelle von UV-Licht bei Nacht mit dem Symbol zu markieren. Alles klar. Sie sind in der Nähe, mach schon. Ey, so weit kann ich nicht springen. Harkon, warte doch mal. Ich bin noch verletzt. Yo, wie weit springt der? Habt ihr das gesehen? Weitsprung einfach. World Record. Da drüben. Zum Licht. Yes, zum Licht, komm. Hörst du das? Wir sind fast da. Wieso ist es so schnell und ich nicht? Wie soll das so schnell sein? Hilfe! Okay, okay, wir sind da, ne? Wir sind da. Harkon, Na los, macht auf, schnell! Harkon, da kommt ein Heuler. Scheiße. Biomarker. Keine Zeit, uns hängt ein Heuler am Arsch. Biomarker. Hörst du nicht, hinter uns! Ich sagte Biomarker. Hier. Und seiner? Er gehört zu mir. Ich muss seinen Biomarker sehen. Lass uns wenigstens erstmal rein. Ich muss seinen Biomarker sehen. Wie wär's mit Elektronik, hä? Arschloch! Really? Du verdammtes Schwein! Nein, ist nicht sein Ernst, oder? Er ruft seine Familie! Keine Zeit, lauf eben! Scheiße, was ist das für ein Arschloch da drin, bitte?
Ja, ich renn doch so schnell ich kann. Ich lauf doch schon, ich dreh mich doch auch gar nicht um. Alter, ich will so sterben, ne? Was für schneller? Scheiße! Oh Gott, springen! Nicht mehr weit! Wir sind doch in Sicherheit! Ja, du bist witzig, ey! Oh Gott! Was für lenk sie ab? Killian! Mensch, Killian! Mach schon! Killian! Ich hoffe, du stolperst morgen früh über meine Leiche und verreckst! Okay, wir haben ein kleines Problem. Hört sie auf! Ja, wie denn, Alter? Die sind voll stark! Und tschüss! Und tschüss. Ja, ich kämpfe schon nur mein ganzes Leben. Das sind ganz schön viele. Und tschüss. Es macht Spaß. Oh fuck, das macht keinen Spaß mehr. Wir haben es geschafft. Das kann ich nicht. Ärger kommt selten allein. Oh oh. Oh shit. Von allen Seiten, Leute! Ha, komm, bring uns da rein! Ich versuch's ja. Killian, ich weiß, dass du da bist. Okay, okay. Erstmal looten. Waren das alle? Glaub schon. Hilf mir. Mit was bitte? Oh. Das ist nicht gut. Verdammt doch mal, Killian! Hättest ruhig noch warten können! Hätte ich fast. Wollte aber morgen früh nicht eure Eingeweide von meiner Türschwelle kratzen. Sie sind abgehauen, das könnt ihr jetzt auch. Oh, komm schon! Jetzt sei nicht so ein Arsch! Schau mal, hier! Ja, das gefällt ihm, ne? Woher hast du... Das ist selten. Lass uns rein, oder es wird noch seltener. Und wer ist das? Aiden, ein Pilger. Ich bin ein Pilger. Du bist neu hier, stimmt's? Wie bist du in die Stadt gekommen? Ich erzähle dir alles, wenn du uns reinlässt. Ich habe mal auf einen Pilger gewartet. Er sollte... Ach, vergiss es. Ist jetzt egal. Was hast du vor, Harkon, ha? Ich habe ihm Hemmstoff gegeben, er hat überlebt. Bist du wahnsinnig? Er braucht einen Biomarker. Hab keinen. Blödsinn! Wirklich? Mann, du Arsch! Ins Krankenhaus also. Das wollte ich uns ersparen. Immer auf der Suche nach dem einfachsten Weg, was Harkon? Ich brauche nur eine UV-Lampe. Ich komm zurück. Halt die Stellung. Harkon, warum hilfst du ihm, ha? Wir haben Leuten doch immer geholfen. Ich? Natürlich. Aber du scheinbar nicht. Bleib hier bei der Lampe und ruh dich aus. Und hör nicht auf diesen Idioten. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als wir den Leuten noch geholfen haben? Klar erinnere ich mich, Idiot. Ja, okay. Der ist nicht so, ja, die mögen sich. Okay, man kann hier wieder schlafen. Ausruhen. Und er kocht hier was Schönes, oder was? Das Leben wäre einfacher gewesen. Keine Nightrunner, keine Harkons. Reden wir ein bisschen mit ihm noch, oder? Aber nein. Du wolltest mehr. Verdammte höhere Zwecke, oder? Dabei könntest du einfach nur kochen.
nach Hemmstoff fragen. Du und Hakon kennt ihr euch schon lange. Du und Hakon, kennt ihr euch schon lange? So lange. Was meinte er, als er sagte, ihr habt früher den Leuten geholfen? Wir waren beide in einer Spezial... Das ist jetzt auch egal. Ist Vergangenheit. Okay. Nach Biomarkern fragen. Biomarker? Warum kommt man da so schwer ran? Weil das komplizierte Geräte sind. Die Fabriken, die die Teile hergestellt haben, sind schon seit Jahren außer Betrieb. Biomarker sind mit deinem Blut verbunden. Wenn einer synchronisiert wurde, kann er von niemandem anderem mehr benutzt werden. Ohne sie hat die Infektion freie Bahn. Genau wie bei dir. Okay. Zum Glück haben Hakon und ich einen Ort gefunden, an dem man noch welche herstellen kann. Gut. Nach Hemmstoff fragen. Was ist falsch daran, dass Hakon mir Hemmstoff gegeben hat? Bringt die meisten in wenigen Sekunden um. Das ist eine echt harte Droge. Die meisten verkraften das nicht. Aber ich habe überlebt. Ich sagte, die meisten. Also bilde dir nichts drauf ein. Sei einfach nur vorsichtig damit. Der hat uns also töten können damit? Ist ja interessant. Wo kann ich mich ausruhen? Wo kann ich mich ausruhen? Du bist neu in der Stadt. Was hat dich hierher getrieben? Das ist hier nicht das gelobte Land. Ganz im Gegenteil. Ich muss zum Fischauge. Und Hakon hilft dir dabei? Du wirkst wie ein netter Kerl, aber... Hör auf meinen Rat. Vertrau nicht jedem, der dahergelaufen kommt. Scheiße, woher willst du wissen, ob du mir vertrauen kannst? Okay, genug gelabert. Geh schlafen. Vor morgen früh können wir ohnehin nichts machen. Alles klar. Okay. Puh, die Story nimmt langsam Fahrt auf, ne? Krass. Ja, hier gehe ich heute live und streame ein bisschen. Nee, Spaß. Auf jeden Fall, Leute. Würde ich sagen, wir machen hier einen kleinen Cut und sehen uns in der nächsten Folge von Dying Light 2 wieder. War doch mal schöner, geiler Einblick heute mit Hakon und dem Parkour ein bisschen. Und mit ihm hier haben wir auch kennengelernt. Hast du noch jemanden eingeladen? Gibt das hier eine Party? Ja, schon. Glaub mir, geh ruhig schlafen. Alles klar. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, Leute. Und dann gucken wir, wie die Hauptstory weitergeht. Nice. Bis dann. Hast du noch... Das war's für diese Folge, Leute, bei Dying Light 2. In der nächsten Folge geht's dann weiter. Wir werden da ein bisschen übernachten und dann mal gucken, was der nächste Tag dort bringt. Schön, dass ihr da wart. Danke für eure Bewertungen und eure Abonnements. Und bis zum nächsten Mal. Euer Luzi und ciao.